auch Maui drei Gerichte mit drei Sternen bewertet. Drei Gerichte? Nein, warte. Drei Gerichte, tatsächlich. Drei Gerichte mit drei Sternen. Ja, das glaube ich ja nicht. Zwei können wir. Wir haben auf jeden Fall drei Sterne. Wir haben mehrere auch. Zwei Stück haben wir, die drei Sterne haben. Wir haben von den neuen, die wir gekocht haben, da ist auch was drei Sterne mäßiges dabei gewesen, ne? So ein... Boah! Da möchte man auch schreien, ja, du. Ein arroganter Sack. Emi haben wir heute auch noch nicht gesehen. Nee, den müssen wir auch noch, den kleinen. Dein Wutz. Ja, 1050 haben wir schon wieder. Guck. Ja. Nicht schlecht, der Specht. Nee, ist gut. Wir kochen, ja. So. Dann gucken wir mal in unser schlaues Rezeptebuch. Guck mal da oben. Zum Beispiel schon mal als erstes schon mal die gegrillte Gemüseplatte. Das ist wurscht. Karotte. Nein. Hm? Da will immer Mais reinmachen. Warum? Weiß ich nicht. Wir machen jetzt hier 1, 2, 3, 4 und Basilikum, ne? Ja. So. Kochen. So, Nummer 1. So, warte. Hat er es gezählt? Aufgaben, ja. Okay. Dann hatten wir jetzt Nudeln mit Spaghetti irgendwas, ne? Also das ich war... Ich weiß, was 3 ist. Musst du, guck mal ins Rezeptbuch. Also das ist ein Dreier. Kartoffelsuppe mit Lauch. Achso, was ist das? Das ist ein 5er sogar. Also Kartoffelsuppe mit Lauch. Haben wir aber nicht. Naja, Paprika-Gebäck da. Was ist denn das in der Mitte? Eier. Eierkäse, so, Paprika. Ja, das war... Deftiger, ja, deftiger Salat. Können wir auch schon mal machen? Warte, dann machen wir einen Salatkopf. Ja, und zwei Möhren, zwei Mais, ist ja wurscht. Ne? Genau. Ach, raus. Okay. Nummer 2. Und dann hatten wir diese Nudel, Spaghetti-Nudel da. Wie ja, war das? Nur 2. Nein, 3. Ah, ja, wunderbar. Ja, dann nimm das. Dann können wir das nämlich gleich mal gucken. Was das kostet, genau. Das genau. Ist nämlich nicht schlecht. Tomate, Getreide. Rettsalat könnten, wenn wir Paprika hätten. Das haben wir noch nicht. Kriegen wir bestimmt noch. So, das war jetzt Tomate. Weizen. Karotte. Und Weizen. Genau. So, mein Freund. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das wert ist. Also das erste ist 2,52. 133. 93. Das Beste ist bis jetzt immer noch gegrillte Gemüseplatte. Ja. Weiße Jeansjacke mit Mickey-Maus aufnähern. Ist schön. Zieh mal an. Was ist da drunter immer noch? Ey, die ist schick. Ändere dein Outfit, können wir auch einsammeln. Hm. So. Bin noch mal dahin. Alter, Daus. Kriegt man hier auch Kilometer? Kriegt man hier auch Dreamlights für Kilometerrennen? Sehr schön. Das wäre echt schön. Aha. So ist er. Mögel ihn. Hallo.
Hey, dieses Essen ist ziemlich gut. Erzähl mir über dieses Dorf. Das war ja das neue Lieblingsort ist. Ich soll das Dorf regieren, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kämpfe gegen dieses Vergessen. Ich will nur ein paar coole Leute um mich haben. Ich kämpfe gegen dieses Vergessen. Ja. Eine mystische Gefahr, was? Ich habe einiges davon bekämpft. Dämonen, Riesenkrabben, Stürme, was auch immer. Du glaubst mir nicht. Sieh dir die Tattoos an. Wunderschön. Wie ich sehe, brauchst du meine Hilfe. Natürlich! Du weißt vielleicht nicht viel über mich, aber ich denke, ich wäre bereit, ein kleines Dorf zu besuchen. Das könnte lustig werden. Ich werde dafür sorgen, dass du im Dorf eine Unterkunft bekommst. Natürlich. Die eines Halbgottes würdig ist, die absolut fantastisch ist, die sich in der Nähe von Vianas Haus befindet. Ja. Welches? Ja, das letzte, ne? Wir wollen mal nicht so hier... Wie auch immer. Ja, wie auch immer. Es ist nicht so, dass ich sie vermisse. Habe ich gesagt, dass ich sie vermisse? Besorg mir einfach eine Unterkunft. Sie muss nicht in der Nähe von jemand anderem sein. Den ich nicht vermisse. Natürlich nicht. Gern geschehen. Kostet uns mit Sicherheit wieder 2000. Stelle die friedliche Grotte ins Wasser? Oh, hier kann ich es nicht machen. Raus. Der muss ins Wasser. Er stellt ihn auf eine einsame Insel. Was hältst du davon? Da redet der nicht. Da gibt es bestimmt auch noch ein Plätzchen für Goofy. Das kostet uns wieder 1000, das ist dir klar, ne? Ja, natürlich, das kostet uns alles Geld. Ich jetzt mal. Das ist echt nicht zu glauben, was man da für einen Schotter braucht. Ohne Worte. Nein! Ich hatte es vergessen! Ich hatte es auch vergessen. Ich hatte es doch vergessen. Spät. Achso, bevor ich das mache. Ach, warte. Müssen wir ein schönes Örtchen für ihn finden. Sag mal, wie groß ist denn das überhaupt? Groß, klein? Wie sieht denn das aus? Friedliche Grotte. Aha. Also sie wohnt dort. Warte, ich muss das mit links machen. Wollen wir die gleich hier vorne hinschätzen? Ja. Weiß nicht. Geh gleich so. Warte. Kann ich denn die Kamera drehen? Ah. Ja, gute Frage. Ah. Hier neben der Dings, neben der. Nee, direkt an die Brücke? Nee. Er muss ja irgendwie da raus aus seinem Haus. Weißt du, was ich meine? Also entweder... Ja, mach's doch dahin. Auch gar nicht schlecht, oder? Er soll ja in der Nähe von die Olle. Was kostet uns das Schmuckgeteil? Ich will es gar nicht wissen. 1000. Ursula! Oh, Ursula! Sei gegrüßt, Nachbar! Ja, in seiner Vergangenheit hat Maui lange Zeit ein raues Leben geführt, aber wenn es um seinen Platz hier im Tal geht, scheue keine Kosten. Was ist... Alter! Gut, er wird wohl noch ein bisschen weit. Ursula, was? Guck mal, was will denn Ursula? Da kann ich nicht hin. Ja, das wird auch Zeit, dass wir das machen können, ne? Ja, aber dafür brauchen wir den Typi hier, ne? Ja, das Ursula wird wohl...
gerade eine Quest und so. Ja. Ach, muss ich oben lang laufen, auch zu seinem Dreck. Unglaublich. Dagobert läuft ja auch schon wieder rum. So. Wieder Aufbau des Tals. Ja, da brauchen wir Dings. Wir brauchen noch ein bisschen Grünzeug. Blümchen, Grünzeug. Werde gleich mal meine Dings leer machen. Dann werden wir schön Grünzeug sammeln hier. Hallo, hier bin ich. Ich hab hier alles nur. Das Ursula, okay. Ursula. Willst du mich verarschen? Wo ist die? Ich war doch gerade noch da. Willst du mich verarschen? Warum ist die jetzt weg? Ich habe keine Ahnung. Schwimmt die da hinten? Und ich kann doch nicht mal hinspringen. Ja, ja. Ja, musste ja wohl außen rumlaufen, ne? Ich hoffe jetzt nicht nur nicht, dass sie gleich wieder auf der anderen Seite ist. Was? Nein. Das ist doch nicht normally. Da hinten schwimmt sie. Schön da bleiben, schön da bleiben. Ich sehe dich schwimmen. Komm raus, du Schiff! Ich tau die ab! Ich würde sagen, da hinten schwimmt sie doch, oder? Oh, die ist da unter Wasser. Warte mal einen Moment. Oder? Ja. Guck mal. Ach, wusstest du, dass du darüber gehst? Nein. Kannst? Mhm. Muss man auch eine Kugel einlegen. Ah. Ein Floß? Das muss man bestimmt reparieren. Aha. Was wieder Geld kostet. Ein Kochbüffel? Das ist der Hülsebacke. Oh, die, natürlich. Das ist doch bestimmt ein Edelstein hier oder irgendwas. Kann ich das kaputt machen? Diese Spitzendinger hier? Hm. Warte mal. Was? Hä? Das ist eine andere Schildkröte, warte mal. Hab ich alles mit, ja, ne? Bleib stehen! Das ist unsere. Unsere ist blau. Nein, nein, die wir schon hatten. Hallo, Humora. Dorn, die kannst du ja vielleicht mal wegmachen da. Puh. Wusste nicht, dass man darüber laufen kann. Hey, hey. Was? Reichelt. Wird auch schon liebe. Ja.
Die hatten wir schon. Guck, die läuft nämlich weg. Die hat heute schon Liebe gekriegt. Ja. Können wir jetzt da überall rumlaufen? Hier kommen wir nicht weiter. Hier können wir einfach rüberlaufen. Mhm. Hier können wir nicht mehr rüberlaufen. Da ist jetzt hier wieder gesperrt. Ja, das ist echt blöd irgendwie. Was ist denn das? Warte mal. So Sandhügel habe ich ja nur schon einige gesehen, ne? Mhm. Ja, sorry, aber... Ja, nee, ist doch in Ordnung. Das wusste ich ja nicht. Kann ich irgendwo graben? Irgendwo graben kann man nicht. Nee, du musst schon irgendwie... So eine Sandhügel da graben. Ja. Wir können jetzt Glas machen. Schlecht. Hallo. Ja, 365 haben wir schon von 5000. Natürlich buddel ich daneben, war ja klar. Zucki zucki haben wir 5000. Sei nicht so sarkastisch, das tut mir im Herzen weh. Nein, gar nicht, das meinst du nur. Das tut mir so im Herzen weh. Aber hier können wir auch nicht weiterlaufen. Nee. Aber... Aber warum wir das nicht hacken können? Wir können das erst hacken, wenn der Typ kommt, ne? Ich denke auch, also... Und müssen wir jetzt kochen bis zur Vergasung? Was haben wir denn noch offen? Vielleicht können wir auch erst das mit Goofy machen oder so. Vielleicht kriegen wir dafür auch Geld. Ich weiß es ja nicht. As you exploded the values, damit sprich mit Goofy über das beschädigte Floß. Du musst jemanden finden, der gut darin ist, Dinge zu reparieren. Ja, das ist ja er. Ja. Dann haben wir mit Ursula noch eine offen, aber die ist ja nicht da. Wir werden jetzt erstmal den ganzen Kram aus unserem Zeug loswerden. Ja. Kochen mit Gewürzen. Ja, ja. Haben wir ja gemacht. So, jetzt werden wir erstmal unseren ganzen Kram loswerden. Wollen wir dann kochen, bis wir die 5000 zusammen haben? Aber dann kochen wir uns dumm und dusselig, ne? Ja. Da kochen wir uns echt dumm und dusselig. Saatgut kann da rein erstmal. Das Saatgut kann da rein. Und noch mehr Saatgut Tomate haben. Oder wir müssen wirklich anbauen, ne? Das ist wirklich unfassbar, oder? Fokus. Ja, brauchen wir ja immer. Ich meine, da brauchen wir immer irgendwie Zeug. Wir müssen vielleicht auch mal die Ratte, sollen wir nicht mal die Ratte kurz besuchen? Können vielleicht wir gleich hat machen, er ja. Ja, vielleicht, weißt du, vielleicht hat er... ein bisschen leer machen. Also, die Muscheln. Das. Das. Du passen da gar nicht mehr rein. Nein. Ja, dann müssen wir noch halt nochmal eine Kiste machen und nochmal eine separate Blumenkiste machen vielleicht. Ich kann auch nicht mehr. Ja, ich brauche eine Blumenkiste, definitiv. Hm. Scherben kommen da rein. So, jetzt hier. Das ist alles nicht mehr rein. Das ist ja auch wirklich nur eine Reihe. Ja, wir müssen das Haus vergrößern.
Ja, aber das kostet ja Geld. 2000. Ja. Benutze das Schild mit Dagobert Duck um den Bau der friedlichen Grotte in Meuer. Es ist egal, was wir machen. Wir brauchen Geld. Wir müssen Geld kochen. Also das, ne, ist schon arg viel, ne, was man da. So, ich sollte jetzt zu Remi gehen. Vielleicht hat die ja auch irgendwie noch. Na, der ist bestimmt zu Hause, oder? 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 Das ist eine Ratte und ein Eichhörnchen. Vielleicht ist auch im Restaurant. Kann auch sein. Oh mein Gott! Ja, wir werden nicht umhin kommen, als dass wir kochen müssen. Ja. Wie viel Geld kannst du, wie viel Geld willst du denn verdienen? Ja. Okay, sie will eine Fischsuppe. Fischsuppe. Haben wir Fischsuppe? Na klar. Dann wahrscheinlich die Zutaten nicht. Milch. Brauchen wir noch. Na, aber ich kann mir keine Milch leisten. Mal auf die Preise geguckt. 230. Kann man eine kaufen. Ja, muss ich, aber das ist das Geld, was ich brauche, ne? Ja. Weiß ja nicht, für was es gut ist, wenn man ihr die dann da zubereitet. Fischsuppe. Automatisch auffüllen. Kochen. Das Dorf ist so toll. Nee, dieses Dorf ist so toll. Ich habe deine Bestellung. Okay. Okay. Danke. Hast du jetzt 500 bekommen? Beim Angeln, ne? Ja. Andrina, ich habe ein Boot gefunden. Es liegt am Strand und ist beschädigt, aber nicht allzu sehr. Komm und sieh es dir an. Okay, geh voran. Hey. Folge mir. Hast du denn jetzt von ihr, hast du jetzt 500 Franken bekommen? Gleich. Auf Wiedersehen. Ja. Ja, okay, dann ist es in Ordnung. 30 investiert. Ja, das geht ja noch. Deswegen wollte ich das gerade wissen, weil. Folge Viana zum kaputten Boot. Ja, würde ich ja gerne machen. Geht aber nicht dahin. Ah, doch. Ja, dann los. Ahü, bis morgen früh. Ach Gott, nee. Immer dasselbe hier. Wir müssen echt mal unser Dorf aufräumen, ne? Das ist ja echt schrecklich. Das macht Wally doch schon. Ja, ja, die Steine sind aber immer noch alle da. Ach, das ist ihr kaputtes Boot und das sollen wir jetzt reparieren, ja? Wirklich. Hey! Siehst du, es ist beschädigt, aber der Rumpf ist in Ordnung. Ich bin sicher, wir können es reparieren. Danach können wir fischen und die Inseln und um die Inseln segeln. Natürlich können wir das. Und vielleicht etwas erkunden. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das klingt fantastisch. Ich bin froh, dass du mich begleiten willst.
Aber alles, was ich hier gesehen habe, ist so seltsam und wunderbar. Wer weiß schon, welche anderen fantastischen Orte sich hinter den Horizont verbergen. Orte, die wir finden, Orte, die wir finden können, sobald das Boot repariert wird. Haben. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. Ja gut, was? Tanzt. Wie schön. Ach du Kacke. Oh, Fasen. Fasen. 70? Fasen. 70 Fasern? Sag mal, ein See, Algengedöns bringt wie viel? La 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 la. Nur da kriegt man die Fasern nicht noch woanders her. Es muss doch noch was anderes geben. Es gibt da nicht. Guck jetzt gleich mal auf die Werkbank. Ja, weil, also. Oh, sie tanzt hier, oh Gott. Vicky, kannst du mich nicht erlösen, bitte? Ich will am überlegen, ob ich kistenweise den Obst verkaufe, weißt du das? Was bringt das eigentlich, wenn man so eine Karotte, also ungekocht? Wahrscheinlich bringt das viel zu wenig. Ne? Aber es ist schon essen, dass man das nicht, nicht mehrere kochen kann, oder kann man das? Nee, man kann eben halt nicht. Du musst die alle einzeln kochen. Das ist das, was mich nervt. Ja, das ist wirklich ein bisschen nervig. Und, ist ein Stein drin, oder? Mhm. Ja, du könntest auch mal die Steine verkaufen, ne? Wir kriegen die immer wieder, das weißt du doch. Also, wir kriegen die. Jeden Tag kriegen wir die Steine ja im Prinzip wieder. Weil die bringen deutlich mehr als, ich weiß ja nicht, ob man nachher Unmengen davon braucht oder sowas. Oder also, ich würde denkt, von dem roten, den würde ich jetzt... Ich brauche erstmal, sorry, aber ich brauche eine Blumenkiste. Du hast 2 Granat, 2 Topaz... Und 2 Peridot. Guck mal, du brauchst für die Fasern brauchst du Seetang. Und nichts anderes. 35 Seetang brauche ich. Nee, 70 durch 5 sind 10. 14 Seetang müsste ich angeln. Könnte ich die 70 Fasern zusammen haben. Aber darum geht's nicht. Ich will eine Truhe erstmal machen. Keine Steine, kein Weichholz, kein nix. Es ist doch ein Hauch von nichts.